Das ist Frau Huber. Sie ist schon etwas älter, aber immer noch sehr lebensfroh und glücklich. Seit einem Sturz hat sie große Probleme beim Aufstehen und Gehen. Dies hat ihr einiges an Lebensqualität geraubt. Deshalb ist sie auf eine Pflegerin angewiesen. Frau Huber ist eher konservativ eingestellt und kann mit Technik nichts anfangen. Am Abend liegt Frau Huber für gewöhnlich im Bett und hört Radio. Aufgrund ihres hohen Alters ist sie etwas vergesslich geworden. Deshalb vergisst sie abends des Öfteren, die Lichter in der Wohnung auszuschalten. Auch die Rollläden sind meist noch oben. Während des Radiohörens schläft sie oft ein. Nachts wacht sie allerdings häufig auf, da die Straßenlaternen von außen in das Schlafzimmer strahlen. Doch die Rollläden erreicht sie nur sehr schwer. Gerne würde sie wieder ungestört die Nacht durchschlafen. Das ist Paula. Paula ist die Pflegerin von Frau Huber. Sie kommt direkt am Morgen zu ihr, um ihre Vitalwerte zu messen. Sie muss Frau Huber mehrmals täglich besuchen. Neben Frau Huber hat Paula allerdings noch viele weitere Patienten. Dementsprechend ist ihr Zeitplan sehr straff. Aufgrund der vielen Patienten hat sie auch zahlreiche Schlüssel dabei. Deshalb kann es eine ganze Weile dauern, bis sie an der Tür den passenden Schlüssel gefunden hat. Das nervt sie ganz schön. Damit Paula immer genau Bescheid weiß, wo sie als nächstes hin muss, nutzt sie zur Organisation einen Kalender auf ihrem Smartphone. Um die Situation für beide zu erleichtern, gibt es nun eine Lösung: SmartCare. Dabei bekommt Frau Huber ein Band an ihr Handgelenk, welches dauerhaft ihre Vitalwerte misst. Außerdem bekommt sie für ihre Wohnung ein neues Radio, neue Lampen sowie neue Rollläden. Das findet sie super. Wenn sie nun am Abend einschläft, wird das vom Band erkannt. Daraufhin werden die Rollläden automatisch heruntergefahren. Auch das Licht in der Wohnung wird langsam gedimmt, bis es schließlich ganz ausgeht und die Lautstärke des Radios wird immer leiser. So kann Frau Huber wieder ungestört schlafen. Und das Beste? Wenn Frau Huber morgens aufwacht, fahren die Rollläden automatisch wieder nach oben und das Licht sowie das Radio gehen wieder an. Zusätzlich bekommt Frau Huber 4 Buttons an ihr Bett. Durch das Betätigen dieser kann sie das Radio entweder ein- oder ausschalten, das Licht an- bzw. ausmachen und die Rollläden öffnen und schließen. Außerdem kann sie damit einen Notruf absetzen. Sendet Frau Huber einen Notruf ab, wird dieser auf Paulas neuer App SmartCare direkt angezeigt und sie kann nach Frau Huber sehen. Außerdem hat sie dort einen Überblick über den Status der Geräte in Frau Hubers Wohnung. Auch sie kann diese Geräte aktiv ein- bzw. ausschalten. In der App sieht Paula auch die aktuellen Vitalwerte von Frau Huber und muss diese nun nicht mehr selbst messen. So kann sie Zeit sparen. Was Paula am meisten freut, ist, dass sie ihre ganzen Schlüssel nun endlich los ist. Mit SmartCare kann sie in der App auf Knopfdruck die Türen ihrer Patienten öffnen. Jetzt kann Paula endlich mehr Zeit mit ihren Patienten verbringen. Und das freut natürlich auch Frau Huber.